Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Neue Woche, neues Glück, selbe Rolle. Ich bin wieder Retri. Damit, hallo. Bei Town of Salem Ranked. So. Ja, wieder Retributionist, ganz viele Herzen unterwegs hier. Letzte Runde als Retri haben wir gewonnen. Das war schön. Und mal gucken, wie es diese Woche wird. Wir sind natürlich wieder windtechnisch hier unterwegs. Retributionist. Da kann ich eh nichts machen. Außer alles Noobs. Außer Mutti. Und natürlich Toni stinkt. So, wer ist dabei? Leia, Jenna, Drogon, Random Town. Sarah, die auf der Suche nach einem Freund ist, hat sie in der vorherigen Lobby geschrieben. Weepick, Jinx, Free Chili, Jack, Snowman, The Everfirst, Lee Tonech und Jose Chung. Oder Joe's Chung, man weiß es nicht. Fest steht, die alle sind da. Hoffentlich überleben wir. Hoffentlich können wir unseren Job machen. Hoffentlich sind wir nützlich. Immerhin, wir sind noch nicht tot. Ein guter Anfang. Letzte Runde lief gut. 3 Tote, das heißt Veteran oder Bodyguard, hat den Ludwig Killing erwischt. Bodyguard. Schön. Bringe ich, soll ich wieder bringen? Schwierig. Free Chili wurde also attackiert. Das ist gut zu wissen. Wenn nämlich jetzt der Mafioso down ist, wissen wir, dass Free Chili keine Mafia sein kann. Ich hoffe, dass hier eine andere Townrolle tot ist. Jack lief direkt. Wurde vom Bodyguard gekillt. Alles klar, nur für Killing. Wahrscheinlich SK. So, was war Jenna? Sie starb natürlich dann durch die Mafia. Das ist relativ deutlich. Survivor, das ist relativ irrelevant, wenn das der Wahrheit entspricht. Ist dann kein wirklicher Verlust. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich den Bodyguard wiederbringen oder nicht? Da siehst du mal, Sarah möchte gerne einen Freund haben. Jetzt die Frage, bringen wir ihn wieder oder nicht? Okay, wir bringen ihn wieder. Wieder mal mehr, Sarah. Nee, warte, wir schreiben da was so. Wow. Nice seid ihr. Reveal. After Bodyguard died. I'm Retri. Should I bring him back? So. I'll be your boyfriend now, Sarah. Now that you have all this power. This is geil. First wird gewählt. Und natürlich sagt sie ja, ich habe echt viel Wahl in letzter Zeit. Night 2. Used my power to revive, repick the hero bodyguard. Because Sarah thought it would be a nice idea. To reveal after the bodyguard died. So. Ich werde dann damit meinen Job machen. I'm Sheriff 2. Alle sind Sheriff. Und First stirbt als Sheriff eventuell. Jetzt werde ich wahrscheinlich gejailt oder gewoblockt, sodass ich nicht meine Attribute nutzen kann. Dann werde ich gelyncht, weil ich meine Attribute nicht genutzt habe. Ist First wenigstens Mafia gewesen? Das wäre ganz nett. Und? Ja. Nice work. Sehr, sehr gut. So, Repick ist der Bodyguard. Dann bringen wir ihn auch wieder. Jetzt schippt der Mayor sowieso.
Wobei der Jailer wird ihn mitnehmen in der Nacht, um sich selbst eben zu confirmen als Jailer. Ist natürlich jetzt extrem blöd. Selbst wenn ich ihn wiederbringe, dem Bodyguard, wird er als nächstes wieder sterben. Weil es dann sehr danach aussieht, dass wir keinen Lookout haben. Zumindest erwarte ich das so, wenn wir hier drei Sheriff-Claims haben. Aber naja. Ich bin tot. Ich habe meinen Job noch gemacht. Ich habe den Bodyguard wiedergebracht. Alles ist gut. Von daher kein Verlust. Im richtigen Moment, muss man dann sagen. Es wäre jetzt cool, wenn jetzt Free Chili einfach mal Rätsel geclaimt hätte. Das wäre richtig nice. Das wäre so lustig. Wow, auf einmal ist der Evo Mafia. Wäre er Gottvater. Das wäre interessant zu wissen. Wenn die halt wirklich Lookout ist und Arrow ist der Godfather, weil er laut dem Sheriff hier not suspicious ist, müsste der Mafioso gewohnblockt worden sein. Ich frag da mal so rein. Ah, nee. Die haben alle geliefert. Hey, first. Ist der a medium? I know, it's unlikely. Ist natürlich unwahrscheinlich mit Reti und mehr. Aber trotzdem frage ich mal nach. Sarah wählt Jinx. Die anderen wählen natürlich mit. Wird jetzt hier ein Sheriff nach dem anderen getötet. Oder was ist da los? Weil Jinx hat auch Sheriff geclaimed. Whisper with your role. Jinx. Er wird gewarblockt die ganze Zeit. Hieß er ein Konsort. Er wird runtergewählt. Von der Arrow. Wird schuldig gewählt von Arrow. Entschuldigung. Naja. Ja, was sollen wir tun? Wir können nichts tun. Medium gibt's keins. Wir können eigentlich nur schauen, was hier alles so geschrieben wurde. Sarah sucht nach einem Boyfriend, das haben wir schon häufiger gesagt. Bodyguard hat seinen Job gemacht, dann hat sie bewiert, dann wurde gewispert. Dann haben wir den Sheriff hochgewählt. Hier claimt halt Lee auch noch Sheriff. Jose Chang ist tot. Ist natürlich extrem unschön, wenn das jetzt verloren geht, nachdem wir ja den Serial Killer relativ früh schon ausgeschaltet haben. Und da ist er tot, der Jailer. So, was jetzt? Jinx wurde wieder gewoblockt. Bleibt dabei. Da tut sich gar nichts. Diese Town ist echt langweilig. Snowman hat keine Rolle geclaimed, klar.
Nimm noch ein paar mehr Roleclaims an, vielleicht kannst du es da besser auseinanderhalten. Quick Claim Sheriff. Vier Sheriff Claims. Ja. Man merkt auf jeden Fall, Sarah weiß, was sie als Ding zu machen hat. Als Mayor. Sie hat das richtig hier unter Kontrolle. Sarah will Jinx. Jetzt wechseln sie alle auch zu Jinx. Weil der Mayor gesprochen hat. You are going to lose. Ich warte nur noch drauf, bis dann einfach mal der Sheriff, der Jail, der Mayor meint. Ich töte einfach mal den Repick, den confirmed Bodyguard. Wundert mich, dass er noch nicht tot ist, ehrlich gesagt. Jetzt sagt Sarah wieder Inno. Wow. I hate Mayor Games. The most mayors are just stupid. Klar, es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Escort ist, nachdem zwei Town Supports weg sind. Wäre Random Town. Vor allen Dingen bei 27 Sheriff Claims. Snowman sagt sich jetzt, hey, warum ich? Ja, es ist eindeutig verdächtig. Überleg doch mal, guck mal. Du als Snowman, ja, mit einem toten Pferd auf Platz 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Hier in diesem Gummihaus, das kann nicht gut sein. Okay, you know, but just hang me. Oh, just hang me, it's nice. Jinx should vote just guilty. Ist wieder auch runtergewählt. Was machen die da? Was ist da los? Jetzt vertraut Sarah einfach mal dem Lee, der doch schon im Prinzip confirmed Exe oder Jester ist, weil er erst Sheriff claimt, dann Lookout claimt und dann den Arrow reinreiten will, der vom Sheriff als Not Suspicious eingetragen wurde, sodass er maximal Godfather hätte sein können, was aber bedeuten würde, dass die Escort dauernd den Mafioso warblockt, was bedeuten würde, dass Jinx Mafioso ist. Wenn der Arrow gleichzeitig Godfather ist. So, no need to Man. Wenn er echt Mafia ist, wäre das sau interessant. Nein. Ah, okay. Oh. Finally. Wie alle finally schreiben, so gut. I would have jailed the mayor one time after the bodyguard was revived. I would have said, nope, I do my job. I hate them. Ich hasse Mayor Games. Bleib dabei. I never do this shit unless I have to. Wow! Was hat mir der Ding gemacht? Because you are annoying. Consort, natürlich Consort. Damit ist Jinx übrigens confirmed town.
Natürlich wurde er gewoblockt. Was haben wir hier für schöne Claims? Können wir das mal angucken. Jinx, Sheriff, Error, Sheriff, Re-Chill, Sheriff. Repick Bodyguard. Random Town soll Veteran sein. Leia kann kein Bodyguard sein, wenn es einen Sheriff gibt. Snowman soll Escort sein, ist damit Confirmed Consort. Ja, Consort ist confirmed, I guess. Wir hätten alles schuldig gewählt in der letzten Nacht. Wollen wir mal gucken hier. Wir hatten bei dem Godfather abstained. Ja, Snowman ist für mich confirmed Consort. Wenn sie ihn los sind, dann hat die Town das Gute gewonnen. Free Chili kann halt einfach Knight 4, warte mal. Ist das möglich? Sie kann halt keine Mafia sein. Free Chili kann nicht Mafia sein. Außer es sind 4 Mafia. Ich glaube, sie war der Sheriff Claim, oder? Ja. Oh! Er hat es halt zugegeben gerade für Chili, krass. Ja, ist nur mein Konsort, ist klar. Ich hätte ihn zuerst gewählt. I would have voted Snowman first. So Bodyguard can do his job. But well. Also für mich wäre Snowman ganz klar erste Wahl gewesen. Ich will doch einen Bodyguard haben, der seinen Job machen kann. Jetzt werden sie den Bodyguard killen. Es wäre halt auf jeden Fall. Oh! Ja. Two Consorts? Sind das zwei Consorts? Wäre halt unfair. Aber möglich, weil Snowman Escort wäre halt Random Town. Lee hat damit halt einfach mal die Mafia komplett auseinandergehebelt. War echt ein sehr seltsamer Neutral Evil. Seine Lügen waren halt offensichtlich schlecht, damit war er confirmed Jester oder Exe, eins von beiden. Oh, Snowman und Leia sind tot. Lee ist Lookout. Ja. Nee, glaube ich nicht. Bodyguard! Echt ein zweiter Bodyguard. Wow. Nice job, second Bodyguard. Nice. Und Snowman ist down. Ist halt schwierig. Ich hätte als Snowman niemals Escort geclaimed. Aber immerhin, das scheint es gewesen zu sein. Oder auch nicht. Yes. So, jetzt gucken wir uns mal Lee an. Was war denn Lee? Ja, Lee war Jester. Es war klar, dass er kein Lookout sein konnte. Das war so offensichtlich. Eventuell war er vorher Executioner, allerdings hätte der Error hat überlebt gehabt. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.